Und so alles. Ich kann alles, ja. Ich bin der Pro. Oh, fuck. Hier, deswegen fahre ich auch so gut. Boah, das ist so heftig. Ich höre Mike, wenn er redet. Alter, ich verschluck mich gerade. Und wenn er stirbt. Scheiße, nur noch 10 Sekunden. Oh, ich heule ja fast. Ja, okay, mach weiter. Oh, shit. Ach, Leute, hey und willkommen. Sorry, ich dachte, Leute, in Frankreich sind. Oh, scheiße. Regen. Echt? Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge F1 ja, 2020 in Frankreich und du willst mich verarschen. Starker Regen in Frankreich und ich habe eigentlich in England das erwartet, jetzt in Frankreich. Ich kann bei Regen nicht fahren, ihr auch nicht. Lasst uns ein schönes Rennen bestreiten. Also Leute, ganz kurz die Info. Ich habe nicht trainiert. Ich kenne die Strecke natürlich ein bisschen von letztem Jahr, aber ist nicht so krass. Ja, keine Ahnung. Also ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen aus. Vielleicht muss ich ein bisschen öfter fahren, vielleicht nicht. So wie immer 100 Kilometer vor der Kurve bremsen und dann machst du das schon. Ja, so wie ich es immer mache. Ja, die Frage ist halt, ob ich jetzt eine Runde nur fahren kann wie immer oder ob ich jetzt mehrere fahren muss. Das ist so die große Frage. Aber wie immer natürlich. An sich habe ich gerade Kekse gegessen und das ist... das hilft mir jetzt schon weiter und das ist halt eigentlich... Ja, das kann ich verstehen. Eigentlich gut. Aber im Regen, das eigentlich bringt's, eigentlich kann ich jetzt schon aufhören zu fahren, weil... Ja, aber im Rennen, im Regen rennen es halt, ne, und deswegen... Micha ist hinter mir. Jan ist so unglaublich langsam, dass ich so unglaublich langsam sein muss und Micha auch hinter mir ist. Ich weiß, jetzt muss ich ja fast stehen bleiben. Weißt du, vor Jan ist nichts los und er fährt einfach ja, nicht. Ja, ich muss meine Reifen aufwärmen. Und jetzt beschleunige ich zur schnellen Runde und sie könnte diesmal sogar wirklich schnell sein, weil alles anders ist und... Weil alles anders ist. Ich... Nice, jetzt fahren vor mir Leute raus. Jan, ich hasse dich! Du bist ich so genau getimt. Es war so klar. So, wir versuchen uns jetzt mal, da vorne soll zwar die Strecke... Ihr blöden Wichser! Aber wir wollen jetzt eine schnelle Runde fahren. Ist das ein Dreck? Also ich fahre auf jeden Fall jetzt gerade noch nicht schnell. Ja, ich auch nicht. Danke, KI. Digga, der fährt einfach eine Hotlap. Der ist schneller als ich, anstatt dass er mich vorbeilässt. Das ist echt anstrengend gerade. Ich habe die jetzt zumindest überholt, aber ich weiß nicht, ein bisschen Zeit habe ich vor allem in Sektor 1 natürlich verloren. Ja, wahrscheinlich Platz 1 mit 3 Sekunden Abstand oder so. Ja, trotzdem habe ich Zeit verloren. Ist ja egal, ob ich Platz 1 bin oder nicht. Die haben, also ich wäre noch besser halt. Ja, noch besser. Wie gesagt, im Regen, das ist sowieso RIP, also von der... Naja, ah, ich weiß ja, im Regen rennt es, also. So ein Idiot, Alter. So, mal schauen, was das gebracht hat jetzt. Platz 3, ja, es war wie gesagt ja noch nicht ganz so schnell, wie ich es mir irgendwie erhofft hatte. Deswegen setze ich direkt noch eine weitere schnelle Runde ran, weil der erste Sektor, vor allem die erste Sektor war halt wirklich schlecht. Ich halte jetzt auch aber auch Platz 3 ist natürlich... Wir kommen ins Ziel, wir kommen ins Ziel. Dafür, dass ich nicht trainieren konnte leider, war es gut. Erste schnelle Runde ist P2. Ja, aber ich fahre trotzdem nicht, Leute. Kein Bock. 7, 10, oh, nein! Quersteher! Oh, das könnte mir die Pole kosten, das kostet mir die Pole. Nein! Ja! Von 7 Zehntel auf 2 Zehntel runter! Du bist 0,078, du bist quasi 8 Hundertstel hinter mir. Das, hä? Die KI hat sich selber weg. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass die... Was für stehen geblieben? Ich bin noch gefahren. War ein bisschen langsam, aber... macht ja nichts. Ich starte mitten in oh, der Oh nee, Fütze. Ich starte hinter Jan!
in der Stimmt, Pfütze. Ich bin ja Vierter, nicht Dritter. Oh Mann, ich hab so Angst! Ich auch! Viel Glück! Ja, ich glaube, kann man nach hinten gucken. Viel Glück, viel Leute, Glück. Viel Glück, viel Glück, ja. Viel Glück. Ich weiß nicht, ich habe auf einen anderen Knopf gelegt. Bei all diesem Regen. Oh mein Gott, ich hab so Angst beim Start allein schon. Und los geht es! Oh mein Gott, ich rutsche! Oh! Ich auch. Ey, Leute, der Ferrari schiebt sich wieder rein. Ja. Ich kann aber nicht. Das ist so ein Irrer. Ja, der KI ist sowieso irre. Hilfe! Ich sehe die Strecke nicht, ich bin Jan hinterhergefahren. Also ich habe Jan jetzt vorbeigelassen. Aber Jan bremst plötzlich. Ich muss dich vorbeilassen. Achso, okay. Oh mein Gott. Oh Jan! Ja, ich musste so langsam fahren. Alter, ich hasse dieses Spiel, wirklich. Was war denn jetzt? Ja, Alter, mein Start war kacke. Jan und ich stehen. Ich weiß nicht mal, wo die Strecke ist. Mein Frontflügel wurde wieder beim Überholen abgefahren. Und dann, ich drehe mich nur noch. Ich kann mein Auto eigentlich schon wieder parken. Ich glaube, das war schon für dieses Spiel. Digga, ich musste, ich bin rausgefahren, rechts, aber ja, bin dadurch an keinem eigentlich vorbeigefahren. Und ich musste dich wieder vorbeilassen, Mike, weil ich musste aber so weit raus, damit ich nicht mit Vettel zusammenstoße. Ja, sorry, ich habe nicht beschleunigt, ich dachte, du gibst Gas. Dachte, du gibst mehr Gas. Ich werde safe letzter. Das Rennen ist schon fast so gut wie gelaufen. Ich werde noch nicht mal bis zur Box es schaffen, ohne Frontflügel, weil der steckt, glaube ich, in Jan hinten drin. Ich sag ja, Micha rammt dich weg. Naja, ich meine, ich halte die ja auf, also von daher. Bist du Platz 1? Nee. Auf ein neues? 5. Und ich verliere auch mega viel Abstand zu denen vorne. Ich halte alle hinter mir halt auf. Solange die nicht überholen, finde ich das nicht schlecht. Okay, man merkt, dass die Strecke besser wird. Ich fahre jetzt auch besser gezeigt. Ich bin gerade lila gefahren. Ja, ja, man merkt, dass die besser wird. Ich fahre gerade schon besser. Aber jetzt fahre ich gerade besser. Ich gewinne gerade Abstand zu dem hinter mir. Ja, naja, man fährt sich ja auch irgendwann ein bisschen ein. Lol. Die Strecke wird auch besser. Du bist die bislang schnellste Runde. Runde des Rennens gefahren. Fährst du. Aber du fährst langsam. Okay. Lande. Nee, ich bin gerade. Die Runde war echt gut. Ich habe ja gesagt, man merkt, dass es deutlich besser ist. Ich habe einen kleinen Strategiefehler drin, merke ich gerade, aber. Das ist für ein Strategiefehler. Ja, es wäre eine andere Taktik besser gewesen hier. Aber, naja. Andere. Ja, nicht Reifen, sondern Benzin. Also ich bin jetzt von 4,5 auf 1,5 Sekunden rangerückt auf den vor mir. Innerhalb von 4-5 Runden. Ja, 4 oder so. So, unter einer Sekunde jetzt kriege ich bitte DRS, hallo? Ja. So ein Scheißdreck. Ich will den überholen. Beim Regen überholen ist eigentlich auch Krebs. Ich sehe jetzt schon nichts. Die Situation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. So, ich muss jetzt probieren, im Regen zu überholen. Wird interessant. Nicht einfach. Kurve habe ich überhaupt nicht gekriegt. Aber ich habe es geschafft, an Perez vorbei, jetzt wieder auf P4. So, bei mir sieht es aktuell gut aus. Wie gesagt, nach hinten gewinne ich ein bisschen Abstand, nach vorne hole ich auf. Und die vor mir, die sind ziemlich nah beieinander. Also ich habe einen Red Bull da und zwei Ferraris ziemlich nah beieinander. Theoretisch, wenn ich jetzt noch ein paar Runden gut fahre, ist für mich noch Podium drin. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt plötzlich so gut mithalten kann, weil anfangs sah es echt schlimm aus. In den ersten zwei Runden habe ich ja, glaube ich, schon 5 Sekunden zu dem vor mir gehabt. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Nein. Oh. Die letzte Kurve, da haut es mich manchmal ein bisschen raus. Ich fahre aber keine Liederzeit. Ich fahre, fast eine 1,54. Das war eine richtig schlechte Runde. Das muss ein Anzeigefehler sein. Boah, endlich mal wieder ein lila Sektor. Ich kann es kaum fassen. Ja, verdammt lang nicht mehr. Immer grün, rot, 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 grün. Ja, jetzt bin ich relativ nah an dem Red Bull dran. Ich sehe schon nichts mehr. Das wird für euch gleich Krebs, wenn ihr da nichts mehr seht, weil da so viele Autos sind.
Das macht auch nochmal was aus. Ja, Jan müsste ihn ja jetzt ja schon ziemlich gut sehen können. Bei nur noch 2 Sekunden Rückstand. Sauber gemacht, gute Arbeit. So, am Red Bull vorbei, Platz 3. Jetzt habe ich beide Ferraris noch vor mir, natürlich auch meinen Konkurrenten Leclerc. Aber das sind auch unfaire Säue. Aber ja, das muss man echt sagen. Bei Ferrari muss man aufpassen. Und mit meinem Benzin muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich da jetzt die Strategie, die ja schon von Anfang an schlecht gewählt wurde, noch schlechter mache. Oh ja. Hat mich verbessert. 1,51? Also diesen Extrapunkt, den kann man mich ja, glaube ich, nicht mehr so leicht abnehmen. Ja, leider kriege ich ihn ja nicht, weil ich keine Punkte habe. Ja, aber abnehmen kann man ihn dir nicht. Ja. Und vielleicht kriegst du ja noch Punkte, wer weiß. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, ich bleib noch ein bisschen draußen, Leute. Klar, es ist eine riskante Strategie, jetzt zu sagen, man geht nicht rein. Aber meine Reifen, ein paar Runden halten die halt noch. Und wenn ich dann irgendwas schaffen könnte, dadurch. Ich hoffe, die gehen jetzt einmal an die Box. Das wäre so angenehm, wenn die jetzt einfach an die Box gehen. Wir kommen diese Runde rein. Ja, diese oder nächste, würde ich sagen, gehen die. So würde ich es zumindest machen. Und die KI macht das ja. Ja, Grosjean hält mich nämlich gerade schon richtig krass auf. Oh, Ferrari, da ich mich ab! Alter! So ein Spaß! Ich hasse Ferrari einfach! Ich will ihn überholen, hab extra ERS angemacht und auf Fett geschalten. Und er zieht einfach rechts rüber, weil er mich natürlich irgendwie abdrängen wollte. Aber sowas von heftig. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Es war richtig hart von dem. Nice, und jetzt überholt mich Red Bull von hinten, weil ich natürlich dadurch Zeit verloren habe. Fuck, ich habe gerade ein paar Fights, das ist nicht so nice. Komm nicht an die Grosjean vorbei gerade. Der hält mich so krass auf, der Wichser, ey. So, Verstappen wieder abgedrängt. Also ich bin jetzt auf 2 dadurch und Leclerc wird wahrscheinlich dann nächste Runde gehen. Oh Mann, ist der langsam hier in Sektor 3. Leclerc ist in Sektor 1 langsam. Das nervt mich. Dadurch könnt ihr ein bisschen wieder wegfahren. Er drängt mich wieder ab. Jetzt was für ein Motherfucker, Alter. An die Box gehen. Also Grosjean, bitte unbedingt Grosjean. Alter. Fuck, ey, so ein Hurensohn. Ich bin auf P1 jetzt. Oh, er geht. Fuck, Sektor 3 war so schlecht, dafür waren die anderen so gut. Ich dachte, ich kann mich ja vielleicht nochmal Konkurrenz machen. Ah. Oh, Jan. Jetzt sehe ich Norris gar nichts mehr. Mach jetzt nicht diesen hier. Oh Gott, ich sehe Norris nicht, ich sehe nur seinen Namen und Jan. Komm bitte. Boom. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib ja, dran. Das sind die frischen Reifen und der Mercedes. Ich habe keine frischen Reifen. Ach ja, oh, stimmt. Stimmt, ja. Ja, dann war es der Mercedes. Ich habe eine heftige Runde hingelegt. Synchro und Boxenstopp. Machen wir dann doch. Micha, willst du nicht an die Box gehen? Losfahren. Noch nicht, nee. Wir sind jetzt in Runde 16 und sind jetzt schon auf P10. Der Schein trügt ein bisschen, denn wir müssen noch an die Box. Von daher, komm, weil wir so früh an die Box mussten. Digga, wie lange ist denn die Box, bitte? Oh, Jan, Jan steht, danke. Sind wir an Jan vorbei, das war natürlich ein Überholmanöver meiner liebsten Art. Wenn der Gegner einfach mal ein bisschen Platz macht. Also Grosjean ist raus übrigens. So Leute, wir haben es geschafft, ich bin auf P1 geblieben. Fuck, eine 3 Sekunden Strafe bekommen, weil ich gerade was eingestellt habe. Ich bin auf P1 geblieben, dadurch, dass ich noch eine schnelle Runde gefahren habe. Eine lila Zeit gerade eben, eine sehr gute lila Zeit auch vor allem. Jetzt auf frischen Reifen unterwegs. Also es sieht tatsächlich nicht so aus, dass wir auf Intermediates gehen, deswegen, ja, danke auch nochmal an euch, an Jan. Nur deswegen bin ich ja jetzt dann doch auf Reds gegangen. Und es war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Ich gewinne so viel Abstand gerade und fahre auch gute Runden, lila Zeit und so. Also
So Leute, ich nehme euch mit auf die letzte Runde. Sieht nach einem guten Rennen aus und ja, das habe ich eigentlich nicht erwartet, weil es war wirklich anstrengend und am Anfang hat man ja auch gesehen, dass ich bei Regen sehr, stimmt, ja, nee, gebe ich ja zu. Ich habe ja gesagt, dass ich echt Panik hatte. Es war ja auch so, dass ich die ersten Runden echt schlecht gefahren bin. Nichtsdestotrotz, jetzt hier zum Ende hin ein gutes Rennen gefahren mit den neuen Reds, extrem viel Zeit gewonnen, nochmal eine lila Zeit gefahren. Und wenn ich jetzt in der letzten Runde nichts mehr versaue, und ich denke mal nicht, dass ich irgendwas versaue, dann sind das 26 Punkte immer wieder und das ist unnormal gut. Also das ist Wahnsinn. Das wäre auch das erste Regenrennen, was ich überhaupt beende. Und dann noch mit so einer Leistung, also Respekt. Vettel ist immer noch vor Verstappen und Leclerc, muss man auch sagen, auch mit ihm ein bisschen Glück gehabt. Die hängen ihm nämlich die ganze Zeit am Arsch. Man hat ja gesehen, dass ich vorhin mit Verstappen und Leclerc und so auch sehr gekämpft habe. Mit Vettel nicht unbedingt und der hat die jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgehalten. Verdammt. Und ja, im Prinzip ist für mich der Start nicht gut gewesen, aber das Rennen trotzdem ganz gut verlaufen, was ich jetzt bei euch leider nicht behaupten kann. Das ist halt schade. Ich versuche jetzt nochmal Stroll in der letzten Runde und das geht einigermaßen gut. Ja, es geht gut. Ich halte ihn jetzt gerade mal ein bisschen auf. So, wir sind dran vorbei. An Stroll, wir sind jetzt Platz 12 und das in der letzten Runde nochmal. Der hat mich jetzt natürlich einiges an Zeit gekostet. Jan ist natürlich weg, aber Jan hat genau das gleiche Schicksal wie ich. Wir wären, selbst wenn wir 9. oder so wären, würden wir keine Punkte bekommen. So, Startziel, Benzin geht genau auf und 26 Punkte auch. Vielen Dank. Ja, Glückwunsch, Mike. Super Leistung. Dankeschön. Ja, tolles Rennen. Ja, eine sehr gute Leistung von uns, von Jan und von Mike natürlich auch. Kann man euch auf jeden Fall auch loben, definitiv. Schade, dass halt Pech dabei war. Das dritte Mal, dass ich ein Rennen beendet habe. Und einmal habe ich erst einen Punkt bekommen. Ich glaube, das war tatsächlich ein Punkt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist das vierte Rennen, was ich auf B1 beende. Ziemlich sicher. Ist natürlich eine starke Leistung und ich freue mich natürlich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In Österreich. Heißt, F1-Karriere mit Mike und Jan und Österreich, sagt gerade Mike. Jo. Dann hoffen wir mal, dass wir da was zustande kriegen. Also, bis dann. Ciao und tschüss, euer Micha. Bye, bye. Ciao.